Ja, hallo Messerfreundin, herzlich willkommen zu einem kurzen Messervideo und einer Vorstellung. Also ein Tipp vorneweg schon mal, zieht euch auf jeden Fall den Kanal vom Jackknife 68 rein. Aber vorsichtig, der Kanal kann euch Geld kosten. Ich ziehe mir seine Messervideos furchtbar gerne rein, das kann ich mir wirklich stundenlang antun. Das Problem ist bloß immer, er und der Lasse zum Beispiel vom Waldlauferkanal, das sind zwei so Typen, die picken immer wieder so richtig geile deutsche Rosinen raus, sag ich mal, weil die immer wieder mal so Produkte ausgraben und finden, die einfach gut sind, made in Germany, richtig gute Qualität haben. Gut, das ist, glaube ich, Vorproduktion in Italien, aber hey, Maniago, gibt es was Besseres. Und die picken immer wieder so coole deutsche Produkte raus, wo ich, ja, ich bin da immer so leicht beeinflussbar und dann kommt da der Kaufreiz da sofort durch und als Gear-Junkie, da bist du ja sowieso hier schwer vorbelastet und dann batsch. Ja, PayPal macht es ja auch nicht gerade leichter, nicht einzukaufen. Und dann musste ich hier auch wieder zuschlagen, als Jackknife hier eine absolute Kaufempfehlung für das neue Müller-Messer ausgesprochen hatte. Und ich hatte ja schon das kleine Backlog von damals und auch das Müller-Liner-Lock. Und darum wusste ich ja, dass das ja wirklich gute Taschenmesser sind fürs Geld. Aber das war jetzt natürlich nochmal ein richtig heißer, geiler Tipp vom Jackknife mit dem neuen Müller Hallo, Schatz. Backlog. Hast du Kaffee? Oh, natürlich will ich Kaffee. Yeah, Bitte kein schön. Kaffee. Oh, das ist ja wieder mal, das ist ja wieder mal ein Klassiker, das Video, ne? Wie früher hier mit Kaffee ins Video. Ja, und das war natürlich wieder die Hammer-Empfehlung. Neues Müller-Modell. Der Mann, ich habe ihn einmal kennengelernt, er war, wo ich das allererste Mal auf der Bogenmesse war, hatte er damals auch noch einen Stand in Eisenbach. Schade, dass Herr Müller da nicht mehr aufkreuzt. Da könnte man richtig mal schöne Videos mit ihm und über seine Produkte machen und vorstellen. Aber das hier ist ja wieder ein absolut gelungener Wurf und Jackknife hat er echt recht. So als Backlog-Ausführung ist es doch nochmal eine Nummer. Ja, ist doch, es wirkt doch schon hochwertiger, massiver. Das Ding, wenn du das aus der Verpackung hier, kommt immer in diesen ganz einfachen schwarzen Pappschachteln. Wenn er das hier aus der Verpackung entgegengefallen kommt, dann merkst du schon, dass das Gewicht, das ist richtig hochwertig. Erinnert so ein bisschen fast an einen Buck 110 vom Gewicht. Ja gut, das hat noch mal mehr, aber das ist kein leichtes Messer. Das hat richtig geil Masse und liegt richtig satt und schwer in der Hand. Finde ich richtig gut. Auch hinten die komplett geschlossene Konstruktion durch so ein Backlog ist natürlich auch immer eine feine Geschichte. Und es gibt da bei diesen Messern natürlich keine Diskussion mit Einhandöffnung oder sowas, weil das ist halt doch einfach immer schwieriger, da hier immer permanent der Federdruck auf die Klinge wirkt, brauchst du hier wirklich bei diesen Messern immer, hast du eine Zweihandbedienung, da gibt es dann keine Diskussion, ob das Ding jetzt einhandkonform ist oder Zweihand oder wie auch immer. Denn solche Liner-Lock-Modelle, die haben ja am Anfang wirklich nur diesen winzigen Detent-Widerstand und dann kannst du meistens die Dinger mit hier so mit den Fingern packen und einfach aufschieben. Denn die Verriegelung greift ja erst komplett im offenen Zustand und wirkt dann Druck auf die Klinge aus, aber hier bei den Backlog-Modellen hast du doch immer permanent, ne? Immer Druck auf der Klinge, was dazu führt, dass die Dinger einfach, das sind 100% reinrassige Zweihandmesser und dann hat man da heutzutage auch keinen Stress hier mehr mit 42A, was wahrscheinlich immer mehr in den Mittelpunkt auch der Politik wieder rücken wird in den nächsten Wochen und Monaten. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Also wird für uns Taschenmesser, Freunde, nicht besser werden. Was mir auch gut gefällt, ist die Traktion vom G10. Die ist ähnlich, sage ich mal, gut und fest wie hier zum Beispiel bei dem SOG. Hier haben wir es ein bisschen schwächer. Also der Grip ist super. Nicht so stark, nicht so ganz so schlimm wie bei einem Cold Steel zum Beispiel, wo dir die Hosen zerfetzt. Und was ich auch gut finde, der Stahlclip ist entsprechend elastisch. Du kriegst das Ding wunderbar in die Hosentasche eingefädelt oder wieder rausgezogen. Also du kriegst es gut einhändig in die Hosentasche. Manchmal sind ja manche Klicks so stramm, dass du wirklich zwei Hände brauchst, um sie allein in die Hosentasche einzufädeln. Mit dem einen musst du die Hose stramm halten, mit dem anderen Finger sogar noch ein bisschen den Clip anhebeln. Das geht hier super gut rein. Und wie Jackknife ja schon erwähnt hat, er ist ja ein Linkshänder, ist das natürlich eine Lösung mit diesem Clip hier oben, ne? Hier den Glasbrecher aufschrauben, Werkzeug liegt mit dabei, Clip auf die andere Seite setzen und dann hast du ein 100% Linkshandmesser, ne? Das kannst du für Links- wie Rechtshand verwenden, das sowieso zweihändig zu öffnen ist und hinten in der Mitte der Backlog ist, da spielt es keine Rolle, ob du Links- oder Rechtshänder bist. Und mit dieser Lösung kannst du auch den Clip natürlich perfekt umsetzen. Hier ist da wirklich noch ein fettübler Glasbrecher drauf, also
Ich denke, damit dürfte man kein Problem haben, im Notfall auch eine Autoscheibe zu zertrümmern. Cooles Feature, man hofft, dass man es nie braucht. Hier hinten haben wir noch so ein bisschen Rillen drin. Auch allein schon das Geräusch beim Öffnen, ne? Ich halte es mal ins Mikro. Das ist richtig satt und fett und das sitzt wirklich bombig, da tut sich nichts. Auch sauber da drin. Und was mir hier auch gefällt bei den Müllermessern, alle Kanten sind gerundet. Das ist einfach eine feine Sache, wie aus einem Guss. Manchmal hast du ja so scharfe Platinen da innen drin. Das ist schon allerfeinste Sahne hier. Schön hier die Klingenachse. Stahl S90V, ne? Das wird nicht so schnell stumpf. Aber auch hier wieder cool. Ja, was nicht, da haben wir noch so einen kleinen Flyer mit dabei. Also seine Produkte, was aber auch immer schön ist, er schreibt ja hier noch richtig viel dazu, ne? Empfehlungen zum Umgang mit dem Taschenmesser. MSP Backlog Backpacker. Müller Super Professional aus CPMS 90V. Da schreibt er immer schön, was man mit so einem Messer eben nicht machen soll und was man machen kann und wie man es reinigen soll, wie man es pflegen soll. Torx 10, Torx 8 braucht man dafür, dass es Ersatzteile gibt. Nicht auf Porzellan schneiden und solche Geschichten. Und auch zum Schärfen, auch der Winkel wird gleich angegeben mit 22 Grad, aber er bietet auch die Möglichkeit, wenn das Ding mal wirklich runtergerockt ist und du willst nicht selber hier am S90V rumschleifen, dann kannst du es auch einfach zu ihm schicken und ein Schleifservice bei ihm für dieses Messer beträgt dann 18 €. Und das kann man dann schon mal investieren, wenn das Ding mal wirklich nach einer Weile vielleicht es nötig hat. Rechnung. Das nackte Messer hat 140 € gekostet mit noch Versand und PayPal-Gebühren und sowas habe ich 147,09 € bezahlt. Also ein Messer in der 150-Euro-Klasse und ich sag mal mit der Verarbeitungsqualität, die hier abgeliefert wird und dem Stahl und ja, es ist halt auch, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube mal gelesen zu haben und gehört zu haben, dass die Teile produziert werden bei einer Firma in Maniago, Italien. Aber leg mich da nicht fest, das ist auch nur vom Hörensagen. Aber wie auch immer, dass er dann eben die Dinger dann eben zusammenbaut und schärft und dem Ding den Feinschliff verpasst. Wenn das so ist, dann ist das schon Top-Qualität und bei ihm top verarbeitet und zusammengebaut und geschärft und geschliffen. Und das ist halt dann nicht hier 10.000 Stück aus einer Maschine in China, sondern halt, ne, schon gute Qualität und Verarbeitung und dann wird der Hersteller der Teile ja auch noch was verdienen müssen und der Herr Müller muss auch von was leben und dann ist halt, sag ich mal, so ein Messer kostet dann halt keine 50 €, aber ich sag mal, für die gebotene Qualität und dem Service und den Ansprechpartner, den man dann hier hat, wenn du irgendein Problem mit dem Messer hast, dann schickst du ihm ein Mail und schickst ihm das Messer und dann richtet er dir das wieder. Das ist natürlich dann schon ein feiner Service. Innen drin auch alles super fein. Keine skelettierten Platinen, massiv aus einem Stück. Richtig cool, da hast du richtig was in der Hand. Oh, die Handlage ist wirklich super und der Clip in der Hand stört auch nicht sonderlich. Man spürt ihn zwar, aber er stört nicht. Klasse Teil. Deep Carry natürlich, auch schön breit, hast du Platz, auch für eine dicke Jeanshose. Klasse Teil. Wir schauen noch schnell, für die, wo es interessiert, ein paar technische Daten. Was haben wir hier? Eine 83 mm lange Schneide und so eine, ja, maximal 9 cm Klinge und über den Glasbrecher hinten raus 20,5 cm, das Messer ist so 20 cm. Klingenstärke 3,8 mm, sehr schön, kriegen wir das nach der Phase gemessen. So 0,55, nur knapp über 0,5, sollte also auch gute Schneidperformance bringen. Kein Choil, nur eine winzige Schleifkerbe, wo dann eben die Klinge dann so langsam anfängt. Ganz hinten ist sie noch 1 mm stumpf, da ist sie noch recht dick, aber danach wird sie höllisch scharf. Klasse Teil. Schauen wir schnell nach dem Gewicht. Das dürfte ja wahrscheinlich das schwerste auf dem Tisch sein, aber das ist ja okay. Das liegt richtig satt und gut in der Hand. Erinnert doch so ein bisschen an einen Bug. So von der Masse her. 171 Gramm. Jo, ist okay. Das ist ja auch ähnlich groß. Aber da merkt man schon,
G10 und doch alles ein bisschen dünner. 144, ja, 170 Gramm ist okay. Ich sag mal, die Taschenmesser unter 200 Gramm, das kannst du noch ordentlich in die Hosentasche stecken. Wenn da ordentlicher Clip mit bei ist, dann passt das. Vielleicht mal zum Größenvergleich immer unser 93er Alux. Das ist jetzt hier noch eine Nummer größer. Und hier haben wir noch das SOG, noch eine Nummer kleiner. Also gerade so mittendrin mit so einer 9 cm Klinge, 83 mm Schneide. Gutes Alltagstaschenmesser, aber bei der Ausführung und Robustheit, das Ding ist wahrscheinlich für alles gut einzusetzen. Okay, ich werde auf jeden Fall unten das Video vom Jackknife noch verlinken. Ne? Der hat mich da wieder super damit angefixt. Ne? Also seine Videos mit Vorsicht zu genießen, könnte immer in irgendwelche Neuerwerbungen enden, wenn er eine Kaufempfehlung ausspricht. Aber der Mann weiß, wovon er redet. Darum muss ich da auch nicht lange überlegen, wenn er sagt, hier das Ding kriegt eine 100% Kaufempfehlung, dann kann man da auch gedankenlos sofort zuschlagen. Ne? Okay, Freunde. Das war's. Danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Zieht euch im Jackknife seinen Kanal rein. Der gräbt da immer wieder so ein paar gute Rosinen. Pickt er da aus dem Markt raus. Okay, Freunde. Danke, das war's. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Hebeli. Macht's gut. Bye, bye. Und immer schön in die Siege einstecken. Ciao, Freunde.